Hallo, der Kampfknochen hier am Apparat zu einer weiteren Folge Kampfknochen Survival. Und zwar hat sich viel getan, ihr seht schon, wir haben ein Obergeschoss. Eine wunderschöne Treppe nach unten. Hier ist der Zugang zum Keller zu. Dann können wir mal nach draußen gehen. Da haben wir hier Admin Kampfknochen. Ja. Dann das hier soll so eine Art Kutschenrad sein. Das haben ja alte Häuser so manchmal. Und dann geht's hier noch. Da hat gerade ein Hund gebellt. Geht's hier in den Keller. Da ist zugenagelt. Da ist ein geheimer Raum. Den muss ich noch weiterbauen. Da ist also nicht viel. Und hier habe ich alles ausgehoben, um Kobbel zu farmen. Denn wir brauchen viel Kobbel. Und Kobbel ist sehr, sehr wichtig. So. Wir haben auch ganz viel Fackeln jetzt. Und es leckt gerade. So genau, was hatte ich vor? Ich hatte vor, richtig cranke Sachen zu machen. Denn, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Trick, was man so machen kann, um sein Haus schöner zu gestalten. Hey, wie ging denn nochmal ein Knopf? Stimmt so. So. Gehen wir mal nach draußen, klatschen hier das dahin, da einen Knopf. Wie ging das denn nochmal? Ach scheiße. Man brauchte dafür gar keine Knöpfe. Man brauchte dafür nämlich Slaps. Stimmt. Ich entsinne mich wieder. Dann brauchen wir das hier. Dann zimmern wir uns mal so eins. Und jetzt dürfte das eigentlich klappen. Ja, genau. So, wieder mal meine Rede, kleine Details. Ah, das sieht dann schick aus. So. Ich habe mir die Minimap noch nicht installiert, aber das werde ich auch noch machen, keine Angst. So, wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Aber erstmal machen wir uns doch erstmal unsere schicke Küche. Das hat sich ja vor hier. So. Alles klar. Hier unsere Küchenecke. So eine Art Bar wird das. Davon müssen wir uns noch mehr kraften. So. Den Zaun habe ich da ja schon hingestellt. Und dann machen wir einmal den hier. Und dann nochmal hier ums Eck. Schick. Ja, gefällt mir. So. Dann wollte ich Stühle bauen. Weil hier so unter der Treppe wäre ja eigentlich meine schöne Sitzecke. Hab ich mir so gedacht. Können wir hier den hier machen? Und nee, Moment. Den noch mal weg und den auch. Dann machen wir uns noch hier extra Stühle hin, so normale halt. Da klatschen wir dann hier ein Schild dran, da ein Schild dran, nee, da eigentlich nicht, da ein Schild dran, da noch eins, da noch eins und da. Und guter Letzt noch da. Das ist doch wunderschön. Jetzt haben wir hier schon eine kleine Sitzecke. Und einen Zaun müssten wir uns auch nochmal machen. Und eine Druckplatte. Ne, das wollte ich gerade eigentlich nicht. So. Dann machen wir den hier. Platschen uns einmal einen Zaun.
Oder auch zwei Zäune. So. Haben wir noch Holz? Natürlich nicht. Da machen wir uns halt eine Steindruckplatte. Was soll's? So. Und eigentlich könnten wir uns noch eine zweite machen. Können wir auch uns noch einen zweiten Tisch hier hinstellen, oder? Oder nicht? Jetzt bin ich ratlos. Nee, komm. Scheiß da drauf. Jetzt können wir das natürlich nicht wegmachen, weil wir keine Kisten mehr haben. Da müssen wir uns neue machen. Den Stein nehmen wir uns auch raus. So. Und jetzt heißt es wieder Holz hacken, bevor Nacht wird. Und Kürbisse, ne? Wir haben so viele Kürbisse, Leute. Glaubt da gar nicht. Wir brauchen mal Eier, dann können wir uns daraus Kürbiskuchen machen. Weil ohne Spaß, wir haben zu viel davon. So, die Birken. Die müssen wir uns auch nochmal abholzen, weil wir Kohle brauchen. Kohle ist wichtig. So. Also ihr seht, ich habe so, ohne aufzunehmen, ziemlich viel schon gebaut. Das macht Spaß. Hiernach werde ich auch wahrscheinlich nicht aufnehmen, sondern wieder auch ein bisschen weiter bauen. Weil so ein Dach da drauf zu zimmern ist nicht so spannend. So. Rennen wir mal hier rüber. Wir brauchen mal wieder Essen. Und da sind unsere erhofften Eier. Okay, das hört sich jetzt falsch an. Aber die brauchen wir, deshalb töte ich jetzt einfach keine Hühner mehr. Dazu sind uns die Hühner zu wichtig. So. Aus dem Birkenholz können wir eigentlich auch so Truhen und Crafting Tables umherstellen. Weil die Birken, mit denen bauen wir eh nichts. So. Und warum habe ich die Befürchtung, dass es jetzt Nacht wird? Oder? Oder? Ich sehe die Sonne nicht. Und unser Zuckerrohr da hinten ist auch fleißig gewachsen. Schnell die Birkensetzlinge einsammeln und neu pflanzen. So. Und damit es noch symmetrisch aussieht, noch ein. Okay, wir bleiben bei unsymmetrisch. So. Und es wird tatsächlich Nacht. Naja. Aber das Haus, da muss ich sagen, das Haus gefällt mir schon. Da mache ich da noch so einen schicken Balkon hin. Mit Eisengittern. Und wir können schon nicht mehr sprinten. Aber jetzt mache ich hier noch schnell ein paar Kürbiskuchen. Küchleins. Und dann können wir auch wieder mal ein bisschen snacken. So. Meine Uhr hat gepiept. So, Zucker, Zucker, Zucker. Dann Kürbis. Kürbis, Zucker und zwei Eier ergibt Kürbiskuchen. So. Da sind wir auch schon wieder satt. Und jetzt können wir eigentlich das, den hier machen. Na komm, machen wir direkt immer alles. Da können wir uns schon mal unser Truhenlager errichten, während es Nacht ist. So. Schnell noch die Luken hinter uns zu.
bevor ein paar Kreaturen der Nacht entfleuchen und hier runterkommen. So. Das hier wird unser schickes Thronlager. So. Ja, gefällt mir. Und schnell raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal pennen. Ist jetzt auch nötig. Gott. Das Treppengeländer bringt nicht so viel. Aber sieht schick aus. So. Schnell ins Bett gelegt. Und durchgepennt. Wir müssen uns noch einen Namen für die Stadt hier ausdenken. Schreibt es in die Kommentare. So, Kürbis. Ja, das gefällt mir hier. So, was könnten wir denn jetzt eigentlich mal machen? Wir könnten mal anfangen, das Dach zu bauen. Den Stein haben wir. Holz haben wir auch. Dann wird jetzt rangeklotzt. Den Spruch habe ich noch niemals in meinem Leben gesagt. Es wurde jetzt langsam mal Zeit. Oder habe ich das schon mal in einer Aufnahme gesagt? In einer Minecraft-Aufnahme? Aua! Hilfe. So. Ja, gefällt mir. Oh, ich wurde über Steam angeschrieben. Ah, Wambo fragt. Kampfknochen, habe ich gefragt. Komm, TS. Wambo? Okay. Ja, Leute, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir mit Wambo reden. Moment, ich muss mal eben was schreiben. So, und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.